So, herzlich willkommen zurück zu Dragon Quest XI, Starter des Schicksals. Das habe ich jetzt sehr professionell vorgelesen. Ja. Wo sind wir stehen geblieben? Das letzte Mal haben wir den Weltenbaum erreicht und sind gnadenlos vernichtet geworden. Vernichtet geworden. Vernichtet. Einfach vernichtet. Gott. Ja, aber machen wir weiter. Wir bekommen jetzt eh noch mal eine Zusammenfassung, was ich vorlesen werde. So ist der Stand der Dinge, genau. Das ist alles passiert in der letzten Folge von Dragon Quest XI. Also, die Kraft der sechs Kugeln hat eine Regenbogenbrücke entstehen lassen, über die Gruppe endlich den mächtigen Yggdrasil erreichen kann. Die Freunde überqueren sie und begeben sich zum Herz des Weltenbaums, wo das Schwert des Lichts sie erwartet. Aber gerade als Karaxus nach der wundersamen Waffe greift, erscheint der von einer unheilvollen Aura umgebene Euklas, oder Jasper im Englischen. Die Freunde tun alles, um ihn zu besiegen, schaffen wir es jedoch nicht. Als Euklas die Hand ausstreckt, um das Schwert selbst an sich zu nehmen, treten König Karnel und Henrik auf den Plan. Letzterer erkennt, dass sein alter Kamerad seine Seele an die Finsternis verkauft hat. Als er vortritt, um ihn aufzuhalten, wird er von einem Blitz aus schwarzer Magie getroffen, abgefeuert von keinem Geringeren als König Kanyo selbst. Und damit ist die Wahrheit enthüllt. Der König war die ganze Zeit über vom bösen Magier Hagrimmar besessen. Er entreißt Karxus die Kraft des Lichtbringers und benutzt sie, um das Schwert des Lichts selbst an sich zu nehmen. Schon bald nimmt es eine neue, unheilvolle Gestalt an und wird zum Schwert der Schatten. Hagrimmar wird als sein Meister wiedergeboren. Als schrecklicher Fürst der Schatten. Okay, was danach passiert ist, bekommen wir da nicht zusammengefasst. Wir sind zu einem Fisch geworden. Naja, jetzt sind wir ein Fisch. In Nautica. Ja, wir sind zurückgekommen. Nautica. Jetzt würde ich, bevor ich wirklich mit dem Spiel weitermache, nochmal schnell kurz Kategorie ändern, weil das Spiel wird wieder nicht angezeigt, was ziemlich geil ist. Und ich das immer so manuell nach eingeben muss. So. Perfekt, jetzt müsste es hoffentlich anzeigen. Und ich werde es, denke ich, zukünftig so machen, falls ich Nachrichten bekomme. Livestreams werde ich die vorlesen, damit man nicht so verwirrt reinschaut, wenn man sich das Livestream Schrägstrich Video irgendwann mal auf YouTube anschauen möchte, beziehungsweise nachschauen, damit man ungefähr weiß, was geschrieben wurde, weil das wird ja nicht angezeigt. Ich könnte das jetzt schnell umstellen, damit man die Nachrichten sieht, aber dann hat man kein Vollbildschirm. Und das ist auch irgendwie kacke. Okay, was sagt sie? Lichtbringer. Ihr habt euch überraschend schnell wiederholt. Habe ich recht, wenn ich vermute, dass ihr die Königin besuchen wollt? Nein. Wie ihr wünscht, wenn ihr bereit seid, kommt einfach wieder hierher. Dann geleite ich euch gleich zur Königin im Meer. Ich glaube, das machen wir doch. Was? Ihr wart ein menschliches Wesen. Nun seid ihr jemand, der einst ein Mensch war. Soll ich euch in den Palast eskortieren zu unserem Königin Marina? Ja, macht das. Dann lege eure Flossen in meine Hand. Und ich begleite euch in den Thronsaal, ihr Majestät. Ah, jetzt dürfen wir Händchen halten mit deiner schönen Meerjungfrau. Sie wird sicherlich sehr erfreut sein zu sehen, dass es euch wieder besser geht. Oh, da sind wir ja schon wieder. Mit dir darf ich dann reden, wenn ich wieder zurückkomme.
You say our guest has finally recovered from his wounds? Then let us expedite the plan. It must be done, and soon. Ja, es ist hier wirklich sehr hübsch. Was passiert da jetzt? Your Majesty. Don't fear for me. I'm not done yet. Until my work is finished, I'll find the strength to carry on. I shall not be diminished. Oh, there you are, old friend. Or should I say, new fish? You make a finer flounder than I'd ever dared to wish. Aha, ich glaube, da steht sie auf Fische. When first my subjects brought you here, it gave me such a shock to see you bruised and broken like a ship wrecked on the rocks. The Lord of Shadows thinks you dead. The sea swarms with his spies. I changed you to this fishy form to hide you from his eyes. Many troubled months have come and gone since your arrival. As you slept, my healers strove to safeguard your survival. Also, es sind schon viele Monate vergangen. Wir haben jetzt über einige Monate geschlafen. Durch unsere Verletzung. Das ist krass. Waren wir wirklich so am Ende? You cannot know how glad I am to see you fully healed. But soon the spell will fade, and you must once more take the field. I have a plan to see you safe. That's all I've ever wished. If all goes well, you'll soon know what it feels like to be fished. Also, wir dürfen mal geangelt werden. Ich glaube, sie hat mich schon am Haken. Forgive my haste. These strange events must take you by surprise. You have so many questions. I can see it in your eyes. Okay. I saw you battle bravely by the World Tree's holy heart. I saw the Lord of Shadows tear your fellowship apart. Über die Kugel oder was? Kann sie alles sehen, was in der Welt passiert? I saw you strive to fell the fiend, and how your plans were vexed. When you are ready, follow me to see what happened next. Das ist ja cool. Ja, ich weiß schon nicht mehr, was für Fähigkeiten sie alles besitzt. Da ich Dragonfest 11 schon lange passiert habe. Ach man, so nach 7-8 Monaten hast du das habe ich schon wieder vergessen. Dasselbe Spiel. Dass jemand den privaten Rückzugsort der Königin zu sehen bekam, ist sehr, sehr lange her. Gewiss schon 1000 Jahre oder vielleicht auch mehr. Ihr müsst wissen, dass es König Marina um etwas äußerst Dringliches geht. Lasst ihr Majestät nicht länger erwarten, denn später ist womöglich schon zu spät. Ah, okay. Über 1000 Jahre, das weißt du so gut. Dann wollen wir ihr mal folgen. Die Tür geht eigenständig auf, das finde ich schön. Privat gemachte Königin. Oha, jetzt geht's richtig zur Sache. Ich weiß nicht, ob ich schon bereit dafür bin. Sieht auf jeden Fall sehr arealmäßig aus. An eons passed since last I brought a human to this cave. It is the private parlor of the Queen beneath the waves. Behold the Pearl of Wisdom, jewel of we the ocean's daughters. It lets its bearer view the world through any drop of water. I've summoned up a thunderstorm to saturate the ground.
Now, let's ascend into the rain and take a look around. Okay. Also ich kann über Regen sehen, was passiert. Oh, wie soll ich das verstehen? Warum sie dann Regensturm heraufbeschworen? Touch your fin against the pearl, and you shall see what's come to pass there in your airy world. Okay. Reden wir nochmal mit dir, weil ich Lust drauf habe. Ich will nicht sinken. Leg deine Füße auf die Perle, wenn du so will bist, dann wirst du sehen, was. Okay. Machen wir. Oh, Ronaldo. Ladebildschirm. The once fair land of Adria is now a ravaged shell. When Mordiggan destroyed its heart, the Holy World Tree fell. Upon its fall, the world was with a searing storm despoiled. Trees and grasses burned to ashes, lakes and rivers boiled. Burning boulders fell to earth and pulverized the land. Mountains cracked, and realms were racked at his unholy hand. In one fell swoop, the Lord of Shadows ended countless lives. The lucky few who rode the storm out struggled to survive. Their days are filled with desperation, misery and tears. I see them quake and tremble, but I cannot calm their fears. Please help! Somebody!